Hallo, ihr Querlinge, Schicksalsbinder Dringil ist gemeinsam mit Lyra immer noch im Lager der Geschmähten in Vendriens Brunnen oder vielmehr bei Vendriens Brunnen und ihr habt euch in den Kommentaren sehr eingehend über das Magiesystem unterhalten und ich muss euch sagen, ich habe wenig bis nichts verstanden, deswegen müssen wir uns das nochmal anschauen, zumal wir hier... Ah, das sind dicke Hinrichtungen haben, tatsächlich. Es zählt also auch für Dringil, das ist jetzt klar geworden. Der Oberherr hat entschieden, dass an Kyros Tag der Schwerter alle im Tal sterben sollen, wenn die Himmelfahrtshalle nicht durch einen Vertreter Kyros erobert wurde. Plus 1 Entschlossenheit gibt es immerhin. Vielleicht steigt Entschlossenheit sogar noch im Laufe der Zeit, je näher die Deadline rückt. So, aber jetzt zum Magiesystem. Wie machen wir das? Magie war hier. Also, ihr schrubt in den Kommentaren, dass man verschiedene, also dass man der gleichen Sigille natürlich mehrere Zauber machen kann, soweit so klar. Und dass ich Zauber auch einem Gruppenmitglied zuordnen kann, ja. Und dass ich die möglichst immer benutzen soll, damit, ja, ich da die Wissensskill trainiere. Also der hier ist ja mein bisheriger Zauber. Dem habe ich die Reichweite weggenommen. Aber man kann wohl... Ah, man kann ja mehrere Akzente setzen, richtig. Erforderliches Wissen 45. Ja, das geht jetzt nicht. Gut, dann nehmen wir das wieder weg. Dann haben wir 35, das reicht dann. Das ist genau der Zauber, den wir gerade haben. Das ist der normale mit ein bisschen mehr Auswirkung. Und jetzt könnten wir einen neuen Zauber zurücksetzen, erstellen. Also das, das... Nee, nicht das, das andere... So, das war das mit der Reichweite. Und das weisen wir zu. Dringil. So, jetzt ist die erste Frage, die ich mir stelle. Kann ich das einfach so zaubern? Ich kann das ja nicht so ohne weiteres zaubern, oder? Wie geht denn das? Ach so, da geht das. Wenn ich jetzt die drei zaubere, das... verbessert, ne? Da sind nämlich alle beide Zauber auf Cooldown. Das dachte ich mir nämlich, weil die auf der gleichen Sigille, auf dem gleichen Sigill vielmehr beruhen. Und es wäre komisch, wenn man mit dem gleichen Sigill dann einen anderen Zauber auch noch machen könnte. Das heißt, ja, es ist schon sinnvoll, dass man das auch in verschiedenen Varianten mal vorrätig hat. Aber ich kann jetzt hier irgendwie schlecht Power Gaming machen. Das Einzige, was ich tun könnte, gehen wir dahin. Nee. Dahin. Den kann ich den per Drag and Drop dir zuweisen? Den kann ich nicht. Zuweisen. Hier zuweisen. Den da entfernen. So. Und sie kann natürlich unabhängig von Dringils Cooldown den benutzen. Stimmt's? Mach den mal auf dich. Wenn sie ihn zaubert, hat sie ihn auf Cooldown. Und Dringil natürlich nicht. Genau. Okay, verstehe. Jetzt könnte man theoretisch sagen, ja, ständig könnte Dringil sich diesen Buff geben. Um einfach sein Wissen zu trainieren. Aber das wäre ein bisschen, naja, das wäre nicht so Rollenspiel-like. Deswegen mache ich das nicht. Ich nutze das nur, wenn es dafür einen Grund gibt. Okay, soweit die Zauber. Wenn ihr dazu noch mehr zu sagen habt, dann... Bitte nochmal in solchen Worten erklären, dass ich es verstehe. Alles, was ich zu den Sigill-Zauberern weiß, habe ich euch gerade erklärt und gezeigt. So, jetzt dieser Erineos. Wo ist der? Der ist da unten. Ansonsten haben wir ja niemanden, den wir noch ansprechen können. Rona wollte vorhin nichts mit uns, oder beim ersten Mal nichts mit uns zu tun haben. Jetzt auch nicht. Bitterwitz haben wir. Die Frage ist, ob jetzt nach dem... Vorgang im Zelt was anderes zu sagen hat. Bitterwitz. Schon wieder zurück. Bitterwitz mustert dich mit ernstem Gesicht von oben nach unten. Hast du nichts Besseres zu tun, als im geschmähten Lager herumzustehen? Hallo? So. Wie sieht's hier oben aus bei Markus und Lyra? Willkommen zurück, Schicksalsbinder. Lucy hat gerade gemeint, dass
Nur weil du gefragt hast. Und dass du den Geschmähten seit deiner Ankunft wirklich geholfen hast. Nicht, dass irgendjemand etwas anderes erwartet hätte. Er strahlt dich stolz an. Ist auch nicht süß. Ja, nichts Neues, also keine neuen Gesprächsoptionen bei denen, die wir schon durch hatten. Also werden wir wohl doch mit ihm hier sprechen müssen. Oder ihr, es war eine Frau, oder? Eisenmarschall Erenios, genau. Ziert euch nicht vor dem Aufprall, sondern stoßt mit eurem Schild zurück und nutzt den Schwung. Eisenmarschall Erenios, Feldkommandantin der Geschmähten, schlägt mit ihrer Faust in die Luft, während sie auf dem Übungsplatz eine Ansprache vor den Kriegern hält. Die Augen auf die Gürtellinie eures Gegners, habe ich gesagt. Wenn ihr mehr als nur einen kurzen Blick auf seine Füße werft, seid ihr verloren. Der weibliche Geschmähtenoffizier wendet sich dir zu. Während sie sich räuspert, zieht sie sich ihren blassgoldenen Wappenrock zurecht. Ihrer Uniform nach zu urteilen, handelt es sich um Eisenmarschall Erenios, die erste untergleichen in der Eisenwache. Graven Ashs innerem Kreis von Vertrauten. Die Stellvertreterin der Legion der Geschmähten ist verantwortlich für Führung, Logistik und Ausbildung und hat daher selten einen ruhigen Arbeitstag. Okay, also es ist also die zweite. Die Rang zweite. Meine Truppen müssen ständig üben, sonst rosten ihre Fähigkeiten ein. Es ist zu ihrem eigenen Wohl, selbst wenn sie das nicht glauben. Wie reagieren deine Krieger auf das Edikt? Wegen Kyros Ultimatum sind die Leute im Lager außer sich. Manche aus Furcht, die meisten aber sind voller Erwartung. Sie deutet auf die Männer, die auf dem Übungsplatz am Werk sind. Wir haben viele Brüder und Schwestern zu rächen und die Krieger brennen darauf, etwas Dampf abzulassen. Stimmt, es ist hier jetzt deutlich mehr los als vor der Ediktverkündung. Ich zum Beispiel sehe das Edikt als Segen, weil es die Generäle zum Handeln zwingt und das ist längst überfällig. Man erwähnte, dass du zu wenige Krieger hättest und Hilfe bräuchtest. Wie ist die Lage? Meine Brigaden versammeln sich bei den Kreuzungen von Ruhe, Sanft, Echoruf und Kleinzahn. Die Vendrienwache mag ja in der Lage sein, eine Brücke zu halten, aber gegen einen abgestimmten 3-Punkt-Angriff haben sie keine Chance. Ich habe kein Recht, dir Befehle zu erteilen, aber ihre Worte kommen ins Stocken und ein kurzes Husten unterbricht ihren Redefluss. Aber wenn wir scheitern, sterben wir alle durch Kyros Edikt. Also werde ich nicht zulassen, dass mich mein Stolz blind für den Wert guter Hilfe macht. Worin besteht der Wert, die Flussquerung zu erobern? Wir können nicht einfach von hier bis zur Zitadelle marschieren, während die Vendrienwache die Flussufer besetzt hält. Selbst wenn wir Truppen und Nachschub an den schmalsten Stellen des Flusses übersetzen, wären wir anfällig gegen Angriffe, denn mit unseren Rüstungen schwimmt es sich nicht gut. Sie deutet nach Norden auf den Turm des Berges, der am Horizont hinaufragt. Wenn wir den Fluss erobern können, haben wir freien Marschweg bis zur Zitadelle und die Himmelfahrtshalle wird im Handumdrehen unser sein. Das ist der zweite Hauptangriff über den Fluss, richtig? Was ist beim letzten Versuch passiert? Eine umfassende Niederlage. Wir schlugen uns einen blutigen Weg bis zum Fluss frei, aber ab da war jeder verloren, der nach vorn stürmte. Wir hatten keine Chorunterstützung, wir waren nur ein paar Geschmähtenkampfgruppen. Ich kann dir nicht genau sagen, wie sie besiegt wurden, aber wir verloren sämtliche Angriffstruppen. Sie schüttelt ihren Kopf und stößt ein langes, schmerzerfülltes Seufzen aus. Tagelang trieben Leichen den Fluss hoch. Das Stufenvolk bietet einem nicht oft derart entschlossen die Stirn. Das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass wir die Truppenstärke neu überdacht haben, die wir zur Eroberung dieses Tals benötigen werden. Und Lyra, wirklich? Bist du dir sicher, dass unsere Späher euch nicht allerlei Einzelheiten über den Feind gegeben haben und ihr euch nur dazu entschieden habt, unsere Warnungen in den Wind zu schlagen? Ich bin mir sicher, dass die Geschmähten einen solchen Rat befolgt hätten oder klingt danach, als hätten deine mangelnde Vorsicht der Grund. Ja, das kann Ringi gar nicht beurteilen. Ist im Moment auch völlig egal. Schuldzuweisungen sind für die Zeit nach dem Krieg. Jetzt sind nur die Eidbrecher wichtig. Ganz richtig. Unsere Emotionen ins Spiel zu bringen, wird diesen Feldzug nicht beschleunigen. Die Geschmähten benötigen meine Hilfe. Versuchst du Salz auf meinen Stolz zu streuen? Wir verließen vor Aufklärung mit 10.000 Mann und seitdem haben uns keine Verstärkungen oder Reserven erreicht. Immer wieder werfe ich Krieger zurück in die Schlacht, bevor sie sich richtig ausruhen konnten. Also ja, ich muss mich auf all unsere Verbündeten verlassen können. Besonders, weil die meisten unserer Verbündeten rekrutierte Angehörige des Stufenvolks sind, also schlimmer als nutzlos. Und Lyra.
Wenn die Geschmähten nicht jede Gelegenheit zur Beleidigung des scharlachroten Chors nutzen würden, wäre eure Hilfe vielleicht verbindlicher. Und Erenios? Halte deine Schnauze, dreckiges Miststück! Kindische Scherze werde ich in meinem Lager nicht zulassen. Sie hat nicht ganz unrecht, die Geschmähten verhöhnen den scharlachroten Chor tatsächlich die ganze Zeit. Oder Lyra anstarren. Ach, das löst wieder furchtbar Lyra aus. Also nehmen wir das Erste. Sie hat nicht ganz unrecht. Die Geschmähten verhöhnen den scharlachroten Chor tatsächlich die ganze Zeit. Die Geschmähten haben eine Geschichte, eine Ahnentafel, ordentliche Ausbildung. All das fehlt den Südrekruten. Wir haben nicht jahrzehntelang geübt, um diesem verräterischen Stufenvolk jetzt gleichrangig zu sein. Wir haben unsere Leben in Hingabe zu Kyros gelebt und der Chor nimmt jeden wankelmütigen Feigling auf, der zu viel Angst hat, um für seine Überzeugungen zu sterben. Und Lyra, was du hier siehst, ist ein Paradebeispiel für die Heuchelei der Geschmähten. Ich bin irgendwie daran schuld, dass mein Land nicht vor meiner Geburt erobert wurde. Vergiss, dass ich Kyros gewählt habe. Vergiss, dass ich den scharlachroten Chor gewählt habe. Vergiss, dass ich gewählt habe, Vergewaltiger und Mörder abzuwehren und mir meinen Platz in der Armee zu verdienen, nur damit mich die Geschmähten als wertlose Verräterin beschimpfen. Niemand gab mir eine Rüstung, hinter der ich mich hätte verstecken können. Niemand gab mir ein Schwert oder ein Mindestmaß an Autorität. Alles, was ich habe, nahm ich jemandem. Und ich kämpfe täglich dafür, es zu behalten. Verschissenes Nordschwein. Und Erenios. Meine Enttäuschung war auf jene im Chor gerichtet, die Kyros auf die leichte Schulter nehmen, sagt die geschmähte Kommandantin, während sie einen halben Schritt zurückweicht. Als ob Loyalität wie eine wechselnde Brise wäre. Was ist dir meine Hilfe wert? Naja, wir haben schon so viel Gunst bei den Geschmähten, da können wir die Frage stellen. Was ist dir meine Hilfe wert? Was sie mir wert ist? Erenios geht einen halben Schritt mit seitlich herunterhängenden Armen zurück. Du hast das Edikt gelesen. Wenn wir die Himmelfahrtshalle nicht erobern, geht es auch dir an deinen jämmerlichen Kragen. Musst du dich erst bestechen lassen, damit dir dein eigenes Überleben etwas bedeutet? List 32, dich zum Gehen anschicken. Entschuldige, dass ich deine Zeit verschwendet habe. Der scharlachrote Chor braucht meine Hilfe eindeutig mehr. Machen wir. Also List 32. Dich zum Gehen anschicken. Entschuldige, dass ich deine Zeit verschwendet habe. Der scharlachrote Chor braucht meine Hilfe eindeutig mehr. Und Erenios. Wir sind besser vorbereitet als der scharlachrote Mob. Das zumindest stimmt. Aber wir haben manchmal zu wenige Soldaten, weil wir nur die Besten aufnehmen. Das ist der Nachteil daran, Kyros beste Kampftruppe zu sein. Sie neigt ihren Kopf zur Seite. Schon verstanden. Deine Pflicht war es, ein Edikt zu verkünden, nicht einen Schildwall zu verankern. Wenn du uns unterstützt, kann ich bei Archont Asche, Graven Ash wahrscheinlich, und den Soldaten ein gutes Wort für dich einlegen. Das Kämpfen zieht allerlei Kosten nach sich, das würde Dringel auf jeden Fall sagen. 850 Ringe und Zorn bei den Geschmähten. Raffiniert. Gerissen. Erenios schüttelt langsam den Kopf und löst eine Schnur Kupferringe von ihrem Gürtelhaken. Vielleicht sind die Hosen der Choranführer schwer von zu vielen Reichtümern. Hier aber bekommen Soldaten ordentlichen Sold gezahlt. Und die Quartiermeister verwalten den ganzen Unsinn. Sie wirft die Ringe mit einer Unterhandbewegung in deine Richtung. Wenn dadurch das Edikt aufgehalten werden kann, das uns alle zu töten droht, dann bedien dich. Ich werde euch unterstützen. Dann könnte unser Plan eigentlich aufgehen. Der Eisenmarschall führt ihren Handschuh in die Nähe ihres Gesichts, wobei sie von dir zu den metallenen Gelenkverbindungen schaut. Wir arbeiten nur widerwillig mit jenen zusammen, die nicht unsere Ausbildung und Werte teilen. Trotzdem wissen wir, dass Tunon, der Richter für unser Gericht, nur die fähigsten Köpfe auswählt. Und ich vertraue darauf, dass du uns allen im Feld Ehre erweisen wirst. Antio wird den Angriff bei der Echohofkreuzung führen. Und Barik von den Steinschilden wird dir zur Seite stehen. Sie deutet auf einen schwer gepanzerten Soldaten, der am Rand des Übergangsplatzes Wache steht. Und bevor du fragst, nein, keiner der Eisengebundenen war beim Anpassen seiner Rüstung besoffen oder sonst wie benebelt. Er überlebte die volle Wucht des Edikts der Stürme und seine Rüstung lässt sich nicht mehr richtig ablegen. Taktisch gesehen ist es ziemlich brillant, ansonsten ist das für ihn aber eher ein Fluch. Erenios tippt sich zweimal gegen ihren Helm, um dem Hühn etwas mitzuteilen. Barik, komm mal rüber und stell dich dem Schicksalsbinder vor. So, ach, das ist der Dicke da hinten. Ah, Barik. Die annähernd menschliche Form
die auf dich zugeht, sieht eher aus wie eine Verschmelzung aus verrosteten Klingen und ungleichen Rüstungsteilen. Er stinkt nach Schweiß, Fäkalien und irgendeinem Öl, das ihm seine Beweglichkeit bewahrt. Er kann sich nicht mehr ausziehen beim Kacken. Uah. Schicksalsbinder, der Eisenmarschall hat mir den Auftrag gegeben, dich am Leben zu halten und ich beabsichtige nicht, sie zu enttäuschen. Das sollte für jedermann genügend Gewissheit sein. Okay, wir haben keinen Grund, ihn jetzt schlecht zu behandeln. Also, es ist mir eine Ehre. Und wegen geschmähten Gunst 1, ebenso ein guter Schicksalsbinder. Der Soldat hebt einen schweren Eisenarm zum Salut. Und als er seinen Handschuh gegen die verbogenen Metallplatten schlägt, aus denen sein Brustpanzer besteht, klappert seine gesamte Rüstung. Und Lyra. Barrick, bist du das in dieser Rüstung? Ich hatte ja keine Ahnung, dass du in Wendelins Bunnen bist, Schicksalsbinder. Kennst du diesen wandelnden Anker? Moment mal, ihr beide kennt einander? Nein, ich meine, ja. Ich kenne diesen eisengepanzerten Trottel schon besser, als mir lieb ist. Sie betrachtet Barrick mit zwiegespältigem Gesichtsausdruck. Und Barrick. Lyra, wir haben heute keine Zeit für Sticheleien. Nach der Belagerung kannst du so viele Wutausbrüche haben, wie du willst. Jetzt aber schlage ich vor, dass wir uns auf unsere Mission konzentrieren. Und Lyra. Nichts gegen die Mission, aber dich als wandelnden, wie ein Massengrab riechenden Müllhaufen zu sehen, ist viel, viel amüsanter. Hast du vergessen, wie man eine Rüstung ablegt, oder hat dich Graven Ash draußen im Regen stehen lassen? Und Barrick seufzt. Sein frustriertes Knurren bringt sein eisernes Gefängnis zum Zittern. Ich glaube nicht, dass wir einander schon vorgestellt wurden. Und Barrick. Es ist kaum möglich, eine Schlacht vom Gerichtssaal aus zu erleben, ganz zu schweigen davon, sich die Gesichter seiner Kohorten zu merken. Ich hätte gar nicht erwartet, dass du mich unter diesen verfluchten Rostlamellen erkennst. Er schlägt sich zur Betonung gegen seinen deformierten Brustpanzer. Und Erenios. Der Schicksalsbinder wird sich uns für den Angriff über den Fluss anschließen. Ich dachte mir, ein zusätzlicher Kämpfer könnte nicht schaden. Außerdem, und das ist noch wichtiger, sollten sich meine Befürchtungen bewahrheiten und der Chor versuchen, die Mission zu behindern, werden wir einen Beobachter vom Gericht auf unserer Seite haben. Und Barrick? Es ist besser, mit dem ehrenwerten Schicksalsbinder zu arbeiten, als mit ein paar Chorkindern. Er nickt dir zu, als er seinen Hals bewegt, knarzt seine Rüstung. Und Erenios. Ich bitte darum, dass dich Barrick dorthin begleitet, um die Zusammenarbeit zwischen seiner Kompanie und dem Scharlachroten Chor zu erleichtern. Damit wissen wir, wie es zur Echo-Ruf-Kreuzung geht. Barrick, du bist seit der letzten Schlacht im unbeugsamen Land ohne Kohorte gewesen. Es ist an der Zeit, dass wir dir eine wichtigere Aufgabe zuteilen, als Wagen zu ziehen und Übungskämpfe zu leiten. Erenios stemmt ihre Hände in die Hüften und spricht mit knappen, offiziell klingenden Worten. Ash hat dich in die Dienste des Schicksalsbinders überstellt. Du darfst davon ausgehen, dass diese Aufgabe fortlaufend ist, bis wir einen permanenteren Posten für dich finden. Was allerdings bis zum baldigen Kriegsende dauern könnte. Oder bis dich der Schicksalsbinder entlässt, verstanden? Und Barrick schaut dem Eisenmarschall in bedrückender Stille an. Und Erenios. Barrick, das ist ein Befehl. Erenios schüttelt seufzend den Kopf und wendet sich wieder dir zu. Er kann so stur sein, wie ein Turm hart ist, aber er ist ein guter Soldat. Ich hoffe, dir macht seine Gesellschaft nichts aus. Macht es schon, aber ich werde es trotzdem gestatten. Wenn auch nur, damit ich immer einen großen Gegenstand zwischen mir und dem Feind habe. Einen großen Gegenstand. Naja, es macht ja keinen Sinn, böse zu sein. Und das sind leicht verdiente Günste. Deswegen, ich fühle mich geehrt, ein Mitglied der Eisenlegion an meiner Seite zu haben. Na, sag ich doch. Hervorragend, ich freue mich schon auf deinen Erfolg im Feld. So. Wir haben einen neuen Gefährten. Und das heißt Gefährtengespräche. Das heißt, die nächsten 60 Minuten vergehende Gequatsche mit Barrick. Ach, ich komme wieder zu nichts. Andere Let's Player haben schon das erste Kapitel beendet und sind schon irgendwie kurz vorm Endboss. In Episode 6. Ich weiß nicht, wie die das machen. Ich weiß es wirklich nicht. Barrick, komm mal her. Ich habe dir ein bisschen Politur mitgebracht. Der riecht nach Fäkalien. Schicksalsbinder, du siehst so aus, als müsstest du mit jemandem reden. Barrick nickt dir zu. Ich hoffe, er ist kein Mann der großen Worte. Was kann ich für dich tun? Ich würde gerne mehr über dich wissen.
Ich bin die Linie, die deine Feinde nicht überqueren können. Und alle anderen Einzelheiten sind bedeutungslos. Aber frag ruhig, ich vermute, dass es dich nach Einzelheiten dürstet. Hast du das Kriegshandwerk gesucht oder hat es dich gefunden? Wohl beides. Ich wusste, dass mir das Kämpfen im Blut lag und die Geschmähten boten mir eine Chance, meine Fähigkeiten für das Schaffen von Frieden einzusetzen. Andernfalls wäre ich wohl ein Brigant oder der Schläger eines betrügerischen Händlers geworden. Barek klopft gegen seine Schwertscheide und schaut gedankenverloren weg. Und Lyra, du glaubst, dass Ash und seine Legion den Frieden bringen? Das klingt ja ganz nett, macht aber von meinem Standpunkt aus keinen Sinn, mein Großer. Ich habe sie genauso viel Blut wie jede Korbande vergießen sehen. Und Barek, du warst eindeutig zu sehr mit dem Plündern von Dörfern und dem Stehlen von Feldfrüchten beschäftigt, um zu bemerken, wie ein richtiger Armeekrieg führt. Wir säen Ordnung, keine Zwietracht. Trinkel spricht ein Machtwort und sorgt vielleicht für Furcht, aber es ist mir egal. Ihr zwei seid schlimmer als Ash und Nerads Stimmen. Hört sofort auf damit. Während er sich aufrichtet, starrt dich Barek wütend und voller Abscheu an. Es ist nicht weise, schlecht über den Großgeneral zu reden, wenn ich mich in Hörweite befinde, Schicksalswinder. Und Lyra. Hey, der Chef hat nicht Unrecht. Sticheleien auszutauschen ist zwar lustig, aber es wird uns nicht weiterbringen. Lyra kichert und schüttelt den Kopf. Und Barek. Darf ich mit meiner Geschichte weitermachen oder willst du mich wieder unterbrechen? Barek wartet, bis Lyra Rüde abwinkt, bevor er fortfährt. In Erwartung des Marsches nach Süden benötigten die geschmähten Rekruten. Sie boten an, sich um meine Mutter und meinen Bruder zu kümmern, solange ich in der Legion bliebe. Und das ist eine bessere Garantie, als man irgendwo anders finden wird. Im Vergleich zu den meisten anderen war ich ein Elitekämpfer. Nach den Standards der Geschmähten aber war ich immer noch ziemlich unerfahren. Zum Glück für alle verbesserten sich meine Fähigkeiten unter den rigorosen Ausbildungen des Feldmarschalls. Erzähl mir mehr über deinen Namen. Barek ist eine Abkürzung meines nordländischen Nachnamens, der schon seit der Aufstellung dieser Armee durch Graven Ash von Generation zu Generation weitergegeben worden ist. Ich heiße so, weil ich ihn mit Stolz trage. Der korrekte Name ist Barikonen. Außer seinem Alter und seiner Verbindung mit der Legion des Generals trägt der Name Barikonen keinen großen Titel oder Assoziationen. Bis auf die Geschmähten habe ich keinen Anspruch auf ein großes Haus oder Vermächtnis. Mehr Familie als sie brauche ich nicht. Was steckt hinter deiner Rüstung? Sie ist ein Symbol für Kyros Willen, und zwar eins, das ich wahrscheinlich nicht vergessen werde. Ich fand diese Rüstung, wobei sie wohl eher mich gefunden hat, während des Edikts der Stürme. Was geschah während des Edikts der Stürme? Als wir hörten, dass Kyros das Edikt verkünden würde, strömten wir aufs Schlachtfeld, um gegen die Truppen des unbeugsamen Landes zu kämpfen. Ich stand Schulter an Schulter mit den höchst dekorierten Veteranen der Legion, und mein Stolz ließ mich die Gefahr nicht sehen. Unser Marsch war sehr hastig. Im zweiten Kriegsjahr verschwand eine Kohorte geschmähten Soldaten, unter ihnen die Tochter von Graven Ash. Nach einer langen Zeit der Ungewissenheit erfuhren wir schließlich, dass man sie in der Festung von Wachplatz gefangen hielt. Also scheint Graven Ash doch leibliche Kinder zu haben. Aha. Sprich weiter. Als wir die Zitadelle umzingelten, hörte ich die ersten Donnerschläge. Wie auch der Späher, den ich gerade zu töten versuchte. Dann trafen uns die Winde wie eine Lawine. Viele von uns flehten Kyros um Erlösung an. Was hätten wir sonst tun sollen? Die Winde zogen unserer Offensive die Füße weg. Alle dekorierten Soldaten, die ich in die Schlacht geführt hatte, wurden in die Luft gefegt und in Stücke zerschmettert. Ihre Rüstungen und Körper vermischten sich mit dem Dreck eines Tornados, der sich mit wahnsinniger Geschwindigkeit drehte. Ein Stück der Zitadellenmauer brach ab und zerschmetterte mir fast den Schädel. Ich kann mich nur sehr bruchstückhaft an den Sturm erinnern. Zum Beispiel die fliegenden Bronze- und Eisenstücke, die sich mir ins Fleisch bohrten. Die abgetrennten Gliedmaßen gefallener Soldaten, die durch die Luft wirbelten. Schließlich wachte ich auf und wähte mich unter Trümmern gefangen. Als ich mich erhob und mich so fühlte, als würde ich unter meinem eigenen Gewicht einknicken, wurde mir klar, dass ich in diesem Haufen Schrott festsaß. Und zwar richtig. Wie hast du überlebt, wenn alle gefallen sind? Das ist auch für mich unerklärlich. Hat Kyros mein Gnadengesuch etwa gehört? Hat mich dieser Haufen Metall beschützt, gefangen, bestraft? Er reibt die Rückseite seines Helms mit einer behandschuhten Hand.
das Gebärdenspiel einer Geste, die seine Rüstung nicht zulässt. Ich habe nicht genügend Finger oder Zehen, um die möglichen Gründe aufzuzählen. Deshalb versuche ich auch, nicht über sie nachzudenken. Du sitzt also wirklich daran fest, hast du nicht versucht, sie abzunehmen? Ich habe es in der Vergangenheit versucht. Ich ließ sogar einen der stärksten Tiermenschenträger am Helm ziehen, während ein anderer an meinen Stiefeln zog. Den Männern in der Phalanx machte es großen Spaß, sich neue Methoden für meine Befreiung auszudenken. Im Laufe der Zeit wurde ich der Anstrengungen überdrüssig. Manchmal fürchte ich, die Rüstung abzulegen würde bedeuten, Kyros Urteil in Frage zu stellen und damit einen noch schlimmeren Fluch auf mich zu ziehen. Übernimmst du deine Reparaturen selbst? Ich achte darauf, dass die Oberfläche immer schön eingeölt ist, um die Rostausbreitung zu verlangsamen. Und ich biege die Platten von Zeit zu Zeit. Aber Reparaturen? Wartung? Nein. Wenn du irgendwelche Ideen hast, wie man mit dieser Situation umgehen könnte, dann würde ich sie gerne mit dir besprechen. Sieht ziemlich robust aus. Das wäre eine Untertreibung, wenn sie mich nur von törichten Fragen beschützen würde. Marek schaut dich auf eine Weise an, bei der dir klar wird, dass er mit den Augen rollt. Ein tristes Seufzen entkommt seinem Helm. Was geschah mit Ashs Tochter, nachdem das Edikt eintrat? Sie saß hinter den Mauern von Bachplatz in der Falle, gefangen von Kyros Sturm und der Festung selbst. 1000 Schulter an Schulter stehende Soldaten hätten diese Winde nicht ertragen können, um sie zu befreien. So, zurück zu meinen Fragen über dich. Vermute ich richtig, dass du wie alle anderen Geschmähten im Nordreich aufgewachsen bist? So ist es. Ich wuchs in Schlachtenruh auf, dann absolvierte ich meine Ausbildung in Voraufklärung, bevor sie mich zur Unterstützung der zweiten Kohorte aussandten. Irgendwann hoffe ich, mich in Frettenstrand zur Ruhe zu setzen. Es sei denn natürlich, dass ich glorreich in der Schlacht sterbe, was ich natürlich bevorzugen würde. Meine Mutter hat einen grünen Daumen, mein Vater kann gut mit Ringen umgehen. Er verbringt viel Zeit außer Haus und verrichtet die eine oder andere Händlertätigkeit. Trotzdem kann ich wohl von Glück sagen, dass sie beide am Leben sind. Anderes Thema. Würdest du gerne das Entfernen deiner Rüstung besprechen? Er schaut dich sehr lange an, wobei sein Gesichtsausdruck für dich wie immer unlesbar bleibt. Man ermutigte uns zwar, uns innerhalb der Legion zu vermählen und zu paaren, aber ich sehe dich nicht als Mitglied einer meiner Kohorte an. Ich glaube, ich lehne lieber ab. Paarung war auch nicht die Rede eigentlich. Trink hier. Vorsicht. Ja, deswegen Option 1. Marek, oder? Moment, wir müssen ja eigentlich wieder würfeln, oder? Ach, ich habe nicht über Geschlechtsverkehr gesprochen. Oder Moment mal, meinst du damit, die Antwort würde anders ausfallen, wenn ich zu den Geschmähten gehören würde? Da Dringil es tatsächlich nicht verstanden hat, wählt er tatsächlich Option 2. Moment mal, meinst du etwa, die Antwort würde anders ausfallen, wenn ich zu den Geschmähten gehören würde? Ich weiß nicht, wie lange du diese Gedanken gehegt hast, aber an deiner Stelle würde ich mich von ihnen verabschieden. Sobald werde ich diese Rüstung nämlich nicht verlassen und ohne entsprechendes Werkzeug und unendliche Geduld hast du keine Chance, sie aufzubrechen. Es genügt zu sagen, dass meine Rüstung und ich uns vorerst nicht trennen werden. Wenn der Krieg vorbei ist, wird mir Tunon vielleicht einen seiner Eisengebundenen ausleihen. Bis dahin bleibe ich hier drin. Meine Rüstung bewahrt mich vor der Zerstörung des unbeugsamen Landes, wo tausende andere ihr Leben verloren. Jetzt weißt du auch, warum ich sie weiterhin trage. Vorerst werde ich mich nicht von ihr trennen. Ist es da drinnen denn bequem? Ich habe mittlerweile wohl genügend Schwielen, dass ich nachts schlafen kann. Aber bequem würde ich das nicht nennen. Du etwa? Das ist meine Rüstung. Sie hat alles, was sie braucht und sogar noch mehr. Ein Ziel, Bedeutung und Stärke. Wäre sie für mich bequem, würde das nur ihre anderen Qualitäten schmälern. Möchtest du überhaupt, dass sie dir abgenommen wird? Ich würde jetzt lieber nicht darüber sprechen, Schicksalsbinder. Bitte betrachtet das Thema als erledigt. Na gut. Als sein Kommandant bin ich über den Zustand deiner Uniform besorgt. Verdammt!
Du hast recht, dir Sorgen zu machen. Tut mir leid, dass du deine Autorität spielen lassen musstest. Es war falsch von mir, Informationen zurückzuhalten. Ich muss dir nicht extra sagen, dass mir diese Schrottrüstung sprichwörtlich ein Dorn an der Seite ist. Halb kaputt ist sie, riecht wie ein Müllhaufen und sticht mir mit einem Kyros-verdammten Krähenfuß ständig in die Lüfte. Diese staubigen Platten mögen nicht mehr den Standard entsprechen, aber auf dem Schlachtfeld leisten sie den Geschmähten ordentliche Dienste. Auch wenn sie den Feind nur einschüchtern. Es ist besser für mich, diesen Zustand auszuhalten, als einen Vorteil zu verlieren. In Anbetracht dessen, dass ich mit dieser Rüstung über die Knochen des früheren unbeugsamen Landes marschiert bin und meine Last mit jedem Schritt schwerer wird, hege ich kein Verlangen, sie zurückzulassen. Sie ist mir eine Lektion, eine Erinnerung und ja, auch ein Gefängnis. Durch all diese Dinge wird sie aber zu mehr, zu etwas Besonderem. In diesen Platten steckt etwas von mir selbst. Sie sind so bösartig wie ein Brombeerfeld, so hartnäckig wie eine Fessung und hoffnungslos mangelhaft. Zurzeit stellt das Abnehmen meiner Rüstung keine Option dar. Sollte sich das jemals ändern, werden die Stufen wohl durch den Aufschlag meiner einstürzenden Festigung erzittern. Oh, was das für ein Tag werden wird. Was denkt Graven Ash über dein Dilemma? Ich glaube nicht, dass er sich Gedanken darüber macht. Ich will den Großgeneral aber nicht mit meinen Worten besudeln. Er muss sich um wichtigere Angelegenheiten kümmern als das Leiden eines einzelnen Soldaten. Mit einem Achselzucken schickt er eine Staubwolke scheppernd zu Boden. Das verstehe ich nicht. Was meinst du, wie lange sie noch hält? Die Rüstung hat noch keinerlei Ermüdungserscheinungen gezeigt. Und allein meine Pflege verhindert, dass sie festrostet. Würde ich sie nicht mehr ölen und der Entropie nachgeben, würde diese Hülle so hart werden, dass selbst ein Schmiedemeister erstaunt wäre. Ich glaube, sie könnte mit Sicherheit so lange wie die Altmauern dastehen, mit meinem Skelett aus der Tiefe hervorschauend. Und eines Tages nicht einmal das. Und Lyra. Na? Ist das nicht ein heiterer Gedanke? Lyra, Schnauze. Erzähl mir davon, was du tun kannst und was nicht. Ich kann unseren Feinden Angst in die Herzen treiben und mit meinem eigenen Körper einen ganzen Schildwall beschützen. Was brauche ich denn sonst noch? Meine Frage von vorhin. Ich kann sie tatsächlich stellen. Wie entleerst du deinen Darm? Sagen wir, ich komme zurecht. Aber das nicht besonders gut. Die Teile dieses scheußlichen Dings, die ich erreichen kann, sind in besserem Zustand als die, an die ich nicht herankomme. Too much information. Wie genießt du die Freuden des Lebens? Furcht. Schicksalsbinder. Unterhalten wir uns tatsächlich über dieses Thema? Du hast damit angefangen! Hast du denn nichts Besseres zu tun, als dir Gedanken darüber zu machen, wie ich bei fieberhaften Anfällen der Selbstsucht an meine Genitalien komme? Und Lyra. Ah, ich will das nicht hören! Kann ich überhaupt weit genug rennen, um diesem Gerede zu entgehen? Lyra stopft sich ihre Finger in die Ohren und zuckt vor dem Unvermeidbaren zusammen. Und Barrick. Nun, das ist mir unmöglich. Nicht, dass ich es nicht versucht hätte. Von außen kommt man nicht an mich heran. Und würde ich versuchen, meinen Arm aus diesem Eisenärmel zu zwängen, käme nur eine ausgekugelte Schulter dabei heraus. Wenn du mich jemals für frustriert oder unangenehm hältst, dann stell dir einfach vor, mit was ich seit dem dritten Jahr der Eroberung fertig werden muss. Oder genauer gesagt, mit was ich nicht fertig geworden bin. Wie kommst du mit Wasser zurecht? Du solltest besser fragen, wie versinkst du? Die Antwort darauf lautet, schnell. Wasser kann ich leicht genug mit dem Mund aufnehmen. Aber ich achte sehr darauf, das ansonsten von mir fernzuhalten. So, andere Fragen zur Rüstung? Nein, anderes Thema. Erzähl mir von den Geschmähten. Wir sind die Eisenlegion, die Elite von Kyros Streitkräften. Mit dem Rühmen unserer zahlreichen, glorreichen Taten könnte ich unzählige Stunden verbringen. Was möchtest du denn wissen? Okay, die Episode wird noch länger als gedacht. Hast du in irgendwelchen bekannten Schlachten gekämpft? Ich habe den Großteil eines Jahres im unbeugsamen Land gedient und dem Feind überall von Korallenbucht bis Wachplatz die Stirn geboten. Wie viele Schlachten es waren, weiß ich nicht mehr. Scheint mir heute so, als hätten wir jeden zweiten Tag gekämpft. Ein Seufzen hallt in seinem Helm wieder.
Dort hatten wir einige unserer besten Siege im Kampf gegen einen Feind, der unseres Eisens würdig war. Dem Oberherren waren wir aber nicht erfolgreich genug und die anschließende Intervention war brutal für uns alle. Barek atmet tief ein und verschränkt die Arme, während sich seine Haltung versteift. Ich hatte einen ungewöhnlichen Blick auf das Edikt der Stürme. Kyros Urteil hat seine Spuren an mir hinterlassen. Wenn man sich überlegt, wie und mit welch legendärer Ehre wir im unbeugsamen Land gekämpft haben, so ist es doch erniedrigend, dass man sich nur an das Edikt erinnert. Eine Schande. Erzähl mir von Graven Ash. Graven Ash ist der General der Geschmähten, ein Veteran von unzähligen Schlachten, die sich im Laufe mehrerer Jahrhunderte ereigneten. Und ein Archont ohnegleichen. Ich würde ihm ohne zu zögern ins Nichts und wieder zurückfolgen. Barek schwingt seinen Arm zum Salut. Wie kam es dazu, dass er Kyros dient? Bevor der Vereinigung des Nordreichs diente Graven Ash als Kriegsherr im Dienst eines der einheimischen Könige, die sich Kyros Herrschaft widersetzten. Es mag zwar unglaublich erscheinen, aber Ash trotzte Kyros Herrschaft. Seine Armee wurde zwar von Kyros zahlenmäßig überwältigenden Truppen vernichtet, aber Ashs Soldaten schlugen sich trotzdem bewundernswert. Wie man hörte, fielen für jeden der ihren 77 Feinde. Kyros interessierte sich für das militärische Genie, das seiner Armee blutige Niederlagen beigebracht hatte. Graven Ash wurde zu einer Archontenklausur einbestellt und obwohl er in Ketten dorthin gebracht wurde, ging er als Archont. Er hatte eine Machtposition in Kyros großer Kriegsschar erlangt. Und so wurden die Geschmähten geboren. Heute können wir alle unsere Blutlinien zu diesen Kriegern zurückverfolgen, die Kyros mit ihrem Willen und ihrer Zähigkeit beeindruckten. Der einzige Unterschied ist, dass wir jetzt auf der Seite des Siegers kämpfen. Der General spricht zwar selten davon, aber ich weiß, dass sich Ash demütigen ließ, um seinen Truppen die Hauptlast von Kyros Bestrafung zu ersparen. Seine Loyalität zum alten Blut des Nordens steht außer Frage. Gehen wir ihm mal ein bisschen um den rostigen Bart. Er traf die richtige Entscheidung, um seine Truppen zu retten. Und das würde er auch wieder tun, um einen von uns zu retten. Einen hingebungsvolleren und aufmerksameren Anführer hat es noch niemals gegeben. Barek ballt eine stolze Faust und salutiert zackig, begleitet von eindringlichem Geplapper von Töpfen und Pfannen. Was weißt du sonst noch über seine Vergangenheit? Ich folgte ihm in die Schlacht, ich bin nicht sein persönlicher Schreiber. Außerdem, würde ich mehr über ihn wissen, stünde es mir nicht zu, es dir zu sagen. Barek weicht einen halben Schritt zurück und verschränkt die Arme vor der Brust. Welche Art von Magie handhabt er als Archont? Ashs Magie fließt durch uns, seine Soldaten. In der Schlacht scheint Ash die Ereignisse schon zu kennen, bevor wir von unseren Speeren informiert werden. Noch wichtiger aber ist, dass er uns beschützt. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, wenn man es nicht erlebt hat. Ich kann mich daran erinnern, dass ich unzählige Male von einem Speer oder einer Axt getroffen und sogar von einem Pfeil durchschossen wurde. Und in jedem dieser Augenblicke waren die Schmerzen und die Verletzung auf einmal wieder weg. Keiner von uns weiß, wie er das macht oder wie er spüren kann, dass wir uns in Gefahr befinden und dann aus der Ferne interveniert. Aber das ist vermutlich der Grund, warum er ein Archont ist. Was er tut, würde für jemanden wie mich wohl keinen Sinn ergeben. Was hältst du von Graven Ash? Was ich von ihm halte? Archont Ash ist der tapferste, warmherzigste und mitfühlendste General, der jemals gelebt hat. Er ist ein lebendes Symbol der Führung und der Tapferkeit. Barek legt den Kopf leicht zur Seite, so weit, wie es die eingeschränkte Bewegungsfreiheit der Rüstung eben gestattet. Ash ist ein Soldat, der aber nicht zum Spaß tötet. Er ist ein Anführer, der aber Befehle nicht dazu erteilt, um sich selbst reden zu hören. Von seinen Truppen verlangt er Disziplin und besonnenes Verhalten und solche Standards kann ich nur gutheißen. Andere Fragen? Was kannst du mir über deine Zeit in der Legion erzählen? Ich trat der Legion 3 Jahre vor dem Beginn der Eroberung der Stufen bei. Ich war mit einigen Waffen recht geschickt und aufgrund meiner Größe war ich perfekt zum Einsatz in einer Phalanx geeignet. Seitdem habe ich immer bei den Steinschilden gedient. Ich kann mit Stolz sagen, in über einem Dutzend Schlachten die rechte Eckposition der Frontreihe eingenommen zu haben. Seit meiner Zuordnung durch den Eisenmarschall ist das mein Platz gewesen. Die Bastardstadt, die Tore des Urteils, der Vendrienpass, Okons Ring. Eine schnelle Tour durch Baris in Ketten und dann das unbeugsame Land. Ich habe viel Zeit im unbeugsamen Land verbracht, viele Freunde dort verloren. Was ist mit den anderen Geschmähten, Leutnants? Sie sind Graven Ashs vertrauteste Offiziere und Krieger der Eisenwache. Aufgrund Ashs arkaner Befehlsmacht und seines Kaders an fähigen Anführern gibt es in der Truppe kaum Verwirrung oder Chaos.
Erzähl mir von der Soldatin, die Sie den Eisenmarschall nennen. Sie nimmt es auf sich, unsere frischeren Rekruten auszubilden und abzuhärten. Darüber hinaus hat sie ein scharfes Auge für Begabungen und wie man durch ihre Förderung Anführer schafft. Sie ist das jüngste Mitglied der Eisenwache. Ihre Familie diente den Geschmähten schon, bevor sich Ash vor Kyros verbeugte. Sag, was du willst darüber, dass sie nicht mehr ganz taufrisch aussieht. Ihre Blutlinie ist unfassbar beeindruckend. Was ist mit Kerns Jünger Radix? Ein Erdhexer, der Kern ein paar Jahre vor der Eroberung die Treue geschworen hatte. Da Kern nicht mehr da ist, folgt der Kult nun Radix. Im Gegensatz zu seinem Archonten weiß er wenigstens, wie man Befehle befolgt. Es spricht für Radix, dass er anscheinend die Ehre zu schätzen weiß, zusammen mit den Geschmähten kämpfen zu dürfen. Kern war stets darüber verärgert, in den Ruhmeshymnen erwähnt zu werden. Die Magier scheinen eine notwendige Komplikation zu sein. Sie sind ungehorsam und können ihren eigenen Proviant nicht tragen. Aber ohne ihre Erdbeben- oder Felswurfzauber würde ich nicht in den Krieg ziehen wollen. Was ist mit Marik, dem Späherführer? Marik ist ein hingebungsvoller Anführer, dessen Rat Ash sehr zu schätzen scheint. Für beide sind ihre Truppen wichtiger als sie selbst, was sicher auch der Grund für ihre gute Zusammenarbeit ist. Er ist kein Magier, aber er hat eine besondere Verbindung zu seiner Kampftruppe, der nur die wichtigsten Späher-Missionen aufgetragen werden. Man sagt, dass er sehen kann, was seine Späher sehen und hören kann, was sie hören. Was ist mit dem Kriegsveteran Varimas? Er ist unser Bester, gleich nach Ash. Varimas ist ein Evocatus, ein Soldat, der das Ende seiner Dienstzeit erlebte. Dass jemand so lange überlebt, ist sehr selten, ganz zu schweigen davon, dass er bereitwillig zurückkehrt. Heutzutage profitiert Graven Ash von seiner taktischen Expertise, obwohl er jedes Recht hätte, seinen Lebensabend in einem ehren- und würdevollen Amt zu verbringen. Andere Fragen über die Geschmähten? Warum hat die Legion den Aufstand von Vendrigans Bunnen nicht verhindert? Ich glaube, das ist eine Frage, die du dem Scharlachroten Chor stellen solltest. Auch sie sollten sicherstellen, dass die Einheimischen besiegt und unbewaffnet blieben. Barik taumelt beim Sprechen nach vorn, was Eisenplatten in seiner Rüstung zum Knirschen bringt. Jetzt hier irgendjemandem die Schuld zuzuschieben, bringt nichts. Dringil weiß ja überhaupt nicht, was gewesen ist. Also, diplomatisch. Ich würde sagen, dass die Vendrigenwache als einzig beteiligte Partei wirklich Schuld trägt. Schließlich war es ihre Rebellion. Das gibt Furcht bei Barrick. Eine solche Vermutung scheint deiner unwürdig, Schicksalsbinder. Vor Kyros sind die Angehörigen des Stufenvolks nicht mehr als Kinder. Wir legen ihnen ihre Ignoranz nicht zur Last, denn die Verantwortung, ihnen auf den rechten Weg zu helfen, obliegt uns allein. Na gut. Was kannst du mir noch über die Legion erzählen? Die Geschmähten akzeptieren nur die besten aller Krieger. Wir sind alle Freiwillige und Berufssoldaten, keine Bauern oder Fischverkäufer, die man zum Dienst gezwungen hat. In unseren Rängen gibt es ein ganzes Jahrhundert von Tradition, Ehre und taktischem Können. Wir lassen nicht jeden der Legion beitreten. Nur charakterlich starke und fähige Nordländer sind uns willkommen. Was wäre, wenn ein fähiger Stufenmann beitreten wollte? Wir würden nicht einmal den Meisterkämpfer des Stufenvolks rekrutieren. Jeder Legionär ist über Blut und Lehnstreue mit denen verbunden, die einst während der Ankunft Kyros hinter Graven Ash standen. Das ist ein Teil unserer Identität und das wird sich auch niemals ändern. Warum also wird die Legion die Geschmähten genannt? Das ist ein aus der Schande geborener Name, den wir nur mit Ehre tragen. Nachdem sich Graven Ash Kyros widersetzt hatte, zwang man ihn viel aufzugeben. Seine Gefolgschaft, seinen Stolz und den Namen seiner gerühmten Armee. Wie wurde die Legion ursprünglich genannt? Alle, bis auf Ash und Kyros, haben den Namen vergessen. Und dieses Thema zur Sprache zu bringen, gilt als schlechtes Benehmen. Aber da du nicht einmal das wusstest, sage ich dir zumindest Folgendes. Geschmähte ist der einzige Name, unter dem man uns kennen muss. Anderes Thema? Und nochmal anderes Thema? Ich habe einige Fragen über den Scharlachroten Chor. Unsere Verbündeten haben nicht dieselbe Auffassung von Ehre und Disziplin wie die Geschmähten. Der Chor gibt jedem Verbrecher, Vergewaltiger oder Trottel einen Knüppel oder eine Klinge in die Hand. Was möchtest du über den Scharlachroten Chor erfahren? Was weißt du über Nerats Stimmen? Der Archont der Geheimnisse? Mehr als Gerüchte und Spekulationen kenne auch ich nicht. Aber letztendlich weiß niemand mehr über die Stimmen. Manchen Berichten zufolge ist er in Wirklichkeit tot und der Oberherr hat den Verstand seiner Feinde in demselben Körper gefangen, um sie alle zu foltern.
Diese Erklärung ist so wahrscheinlich wie alle anderen, die ich gehört habe. Ehrlich gesagt weiß ich nur wenig über die Stimmen, habe aber Grund zur Vermutung, dass fast alle Gerüchte über ihn wahr sein könnten. Du könntest mir auch sagen, dass seine Tränen Käse zurück zu Milch verwandeln können und es wäre sinnvoller, dir Glauben zu schenken, als dich zu verlachen. Weißt du irgendwas über seine Mächte? Ich bin kein Gelehrter der Zauberei, aber soweit ich verstehe, stiehlt Nerads Stimmen anderen den Verstand. Man sagt, er kann einem die Gedanken rauben und sie zu seinen eigenen machen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Als mich die Geschmähten rekrutierten, befahl mir der Eisenmarschall, niemals ohne Augenzeugen zu einer Audienz bei Nerads Stimmen zu erscheinen. Hältst du ihn für illoyal? Solche Angelegenheiten sollte ich wirklich nicht kommentieren. Barrick schaut ausdruckslos nach vorn und räuspert sich dann. Ich habe gehört, dass seine Tränen Käse zu Milch verwandeln können. Das ist Quatsch. Was weißt du über seine Kollegin, die Archontin Sirin? Sirin ist die Archontin der Lieder und die jüngste ihrer Riege. Sie kann alleine mit ihrer Stimme menschliche Gefühle beeinflussen. Nerads Stimmen mag ja der Leiter des Chors sein, aber ich würde sagen, dass Sirin dessen beste Waffe ist. Nerads Stimmen setzte ihr Talent geschickt ein. Er ließ sie die Küste hoch und runter ein Lied singen, worauf das Stufenvolk scharenweise zum Chor desertierte. Andere Fragen? Das mit der Käsemilch lassen wir mal. Was kannst du mir über ihre Truppen und Taktiken erzählen? Taktiken? Ich wusste gar nicht, dass sie welche haben. Der Chor ist mehr ein irregulärer Mob als irgendeine richtige Armee. Trotzdem sind sie ein gut bewaffneter Mob. Und in ihrer lächerlichen Version einer Kampftruppe gibt es auch einige wenige richtige Krieger und Magier. Was weißt du über ihre Krieger? Die meisten Chorratten sind ungeübte Bauern, denen man ein Messer oder eine Mistgabel in die Hand gedrückt hat. Für den Dienst an der Front muss man nicht viel können. Man braucht nur ein starkes Herz, mehr benötigt der Chor nicht. Natürlich ist nicht jeder im Chor ein schwächliches Kind oder eine kränkliche Schrulle. Ihnen schließen sich auch einige ehemalige Soldaten und Verrückte an. Die Kämpferelite des Chors bildet eine Clique, die als scharlachrote Hüter bekannt sind. Und Lyra. Barrick spricht viel zu abschätzig, aber er hat recht damit, dass die meisten Rekruten blutige, zwangsverpflichtete Laien sind. Die meisten von ihnen überleben ihre ersten paar Schlachten nicht. Die Überlebenden haben Erfahrungen, um andere zu führen, und die Gefallenen können problemlos ersetzt werden. Welche Art von Magie setzt der Chor ein? Die Blutkantoren sind Magier, die Nerads Stimmen folgen. Wie der Chor selbst ist ihr Orden nicht voll der Traditionen und Geschichte, sondern eher auf dem gestohlenen Wissen anderer Gilden aufgebaut. Dank ihrer Feuermagie haben sie einen Platz auf dem Schlachtfeld sicher. Aber sie verstehen sich auch auf Lieder, die einem Herz und Verstand bewegen. Diese mutterlosen Schweine können Zauber wirken, die den Mut eines Mannes stärken oder sich seiner Ängste bedienen. Wenn der Chor nur ein Mob ist, wer führt ihn dann an und versorgt ihn mit Nachschub? Nerads Stimmen gibt seinen Elitekommandanten Befehle, die wiederum den Bandenhauptmännern Anweisungen geben. Unterhalb dieser Hierarchie aber herrscht blankes Chaos. Ganze Banden werden sich aus der größeren Hauptgruppe lösen und wieder in ihre Heimatländer verschwinden. Die Ineffizienz des Chors kann man nicht in Worte fassen, und dennoch gibt es nie ein Problem, die im Durcheinander Verlorenen zu ersetzen. Und Lyra. Ineffizient. Jeder Schwächling, der im Getümmel verloren geht, ist für jene im Chor, die noch immer auf dem Schlachtfeld tanzen, eine Bürde weniger. Unsere Methoden müssen rau sein, sonst werden die Dummen und Weichen das Lied übernehmen. Und Barrick. Der Chor muss viele Münder ernähren, weshalb die Rekruten, die nicht kämpfen können oder wollen, Essen und Wasser suchen müssen. Wenn sie das nicht tun, werden sie gleich an die Schweine verfüttert und so sinngemäß selbst zu Essen und Wasser. Barrick zuckt mit den Schultern. Ein schöner Gegensatz zur Ehre, Effizienz und Anständigkeit der Geschmähten. Die Legion fordert Mut und Zähigkeit, aber sie gibt uns gutes Eisen und lässt ihre Soldaten nicht wie Geier nach Nahrung suchen. Andere Fragen zum Scharlachroten Chor? Wie konnte der Scharlachrote Chor deiner Meinung nach so viele Stufenmänner und Frauen vom Beitritt überzeugen? Alles begann mit Sirin. Sie sang ein Lied, mit dem sie ganze Dörfer dazu brachte, nach ihrer Pfeife zu tanzen. Und als diese Bauern erst einmal ihre Nachbarn oder Cousins für Nerads Stimmen erschlagen hatten, wurden sie dadurch entweder zu brutalen Kriegern oder zu willenlosen Sklaven. Auch viele Verbrecher und Herumtreiber haben sich dem Chor angeschlossen. Anscheinend braucht der Abschaum der Stufen nicht mehr als ein Versprechen auf Ruhm und sanktionierte Ausschweifungen, um sich gegen ihre Nachbarn zu wenden. Und Lyra. Schön ist das nicht und sollte es auch nicht sein. Der Chor ist eine Esse.
Der ganze Dreck der Stufen wird hineingeschüttet und die besten Stücke werden zu Waffen verfeinert. Und Barik. Viele treten dem scharlachroten Korps bei, weil sie lieber auf der Seite des Siegers stehen. Welch eine Schande, dass solche Patrioten nicht von gestandenem Nutzblut sind. Zu schwach oder zu zart, um geschmähtet zu sein. Mehr Ungebundenheit von der Lehnstreue zu den jüngeren Königreichen, außer dem scharlachroten Korps, gibt es für sie nicht. Nicht jeder hat das Glück, Tunons Vertrauen zu gewinnen. Jetzt können wir ihn ein bisschen um den Eisenbart gehen mal wieder. Angehörige des Stufenvolks wären nur ein schwaches Glied im geschmähten Schildwall. Ja, der Norden ist unsere gemeinsame Verbindung, unsere Übereinstimmung. Wie könnte ich einer Frau oder einem Mann vertrauen, den Schildwall aufrechtzuerhalten, wenn ich ihre Bräuche nicht verstehe? So, genug vom scharlachroten Korps. Was kannst du mir über die Stufen erzählen? Schwierig in jeder Hinsicht und voller dummer Schweine. Während der Ausbildung habe ich einen Teil der Geschichte gelernt und ich bin schon seit ein paar Jahren hier, aber ein Experte bin ich deshalb nicht. Was hältst du von den lokalen Truppen? Es gab eine Zeit zu Beginn des Kriegs, als ich mich davor gefürchtet hätte, wenn die jüngeren Königreiche zusammengearbeitet hätten. Kannst du dir das vorstellen? Er lacht in sich hinein. Sobald ich ihre bescheidenen Verteidigungsstellungen gesehen hatte, war mir klar, dass sie leicht überwunden werden könnten. Sie konnten nicht einmal ihre besten Kämpfer versammeln, um dem Feind ordentlich die Stirn zu bieten. Erzähl mir von der Vendrienwache. Früher war sie die königliche Armee von Vendrien. Nach der Niederlage neigten sie wohl zu einem kürzeren Namen. Wir zerschmetterten sie im Jahr 429 und ich kann mit Stolz sagen, dass ich bei der Entscheidungsschlacht dabei war. Den Rest kennst du schon. Ein Jahr nach ihrer vermeintlichen Kapitulation ermordeten tausende Einbrecher die Garnison und sprachen sich von der Herrschaft des Oberherrn frei. Erzähl mir von den Ungebrochenen. Die ungebrochene Union des unbeugsamen Landes mögen sie in der Verwahrlosung ihres gefallenen Reiches verrotten. Barik ballt seinen Handschuh zu einer festen Faust. So sehr es mich schmerzt, das zuzugeben, von allen Feinden in den Stufen sind die Ungebrochenen der einzige Gegner gewesen, der würdig war, den Geschmähten in der Schlacht zu begegnen. Für die Ungebrochenen ist Tradition sehr wichtig, genau wie für uns. Das unbeugsame Land hat auf seinem eigenen Territorium noch nie einen Krieg verloren. Ein Ruf, den sie ziemlich ernst nehmen. Das unbeugsame Land hat glücklicherweise schlechte Beziehungen zu all seinen Nachbarn. Der Rest der Stufen wird ihnen nicht zur Hilfe kommen. Ihr Ende ist unvermeidbar, so tapfer sie auch kämpfen mögen. Was kannst du mir über die Bronzene Bruderschaft erzählen? Söldner aus den freien Städten. Der Chor brauchte zusätzliche Kämpfer und neue Ringe kann man immer prägen. Schwer zu glauben, dass sich das Stufenvolk nur wegen Metallringen entzweite. Die Bronzene Bruderschaft verehrte die Plagen. Genau, dieses Monster von Altmauern. Und die Söldner sind Erwachsene, die bereitwillig eine magische Abscheulichkeit verehren. Das kann man sehen, wie man will. Abgesehen davon sollte es niemanden überraschen, dass die Bronzene Bruderschaft letztendlich mehr als nur Ringe wollte und ihr Abkommen brach. Kyros sieht sie nun als Feinde an, was nur zum Besten ist. Der Oberherr benötigt eine bessere Kämpferklasse. Was ist das denn? Die Bronzene Bruderschaft ist eine Söldnertruppe aus den freien Städten, die an der Südküste der Stufen anzutreffen ist. Viele dieser Söldnertruppen wurden von Kyros-Agenten eingesetzt und sind in Krieg gefallen. Die Bronzene Bruderschaft überlebte dank ihres relativ sicheren Postens in Letians Kreuzung, wo sie im Auftrag von Nerats Stimme die Schmiedearbeiten in der Stadt schützen sollte. Die Bronzene Bruderschaft zählte zu den am besten ausgebildeten und entschlossensten Kriegern der Stufen. Sie hat den Ruf, gnadenlos und unnachgiebig zu sein. Aggression und Entschlossenheit werden von der Bruderschaft derart geschätzt, dass die gewalttätige, rätselhafte Plage das Maskottchen der Gruppierung ist. Eine Kreatur, die für die meisten anständigen Leute ein einziger Albtraum ist. Der Begriff Bruder wird für Söldner beider Geschlechter verwendet, da der Name des Trupps auf die archaische Vorstellung zurückgeht, als Männer zu leben, was im Brauchtum der Stufen bedeutet, alle Ansprüche an Land aufzugeben. Der Name sollte Auftraggeber beruhigen, dass die Bruderschaft nicht nach Ländern trachtet, die so beschützen sie bezahlt wird. Aha. Na gut. Andere Fragen? Was weißt du über die jüngeren Königreiche? Ich erinnere mich, dass Graven Ash in Voraufklärung vor versammelter Truppe eine Ansprache hielt, bevor wir zur Bastardstufe marschierten. Er sagte, dass es den jüngeren Königreichen an Verstand fehle, sich gegen uns zur Wehr zu setzen.
Ich muss wohl nicht extra betonen, dass der durchschnittliche Angehörige des Stufenvolks den Söhnen und Töchtern des Nordens schlichtweg unterlegen ist. Unsere Ehre gebietet uns, für jeden getöteten Geschmähten einen ganzen Haufen von ihnen ausbluten zu lassen. Dass sie sich vor Magie fürchteten und sich für ihre Verteidigung auf ihr Können im Kampf verließen, half ihnen nicht besonders. Was weißt du über die Tiermenschen? Vor der Invasion haben sie uns im Tiermenschenkampf unterwiesen, aber das hat kaum geholfen, uns vorzubereiten. Den einheimischen Wilden fehlt es an Hirn, Hygiene und der Fähigkeit, sich zu bewaffnen. Und dennoch sind die besten Jäger ihrer Spezies beeindruckend. Davon abgesehen, dass die Tiermenschen überräuberische Mörder sind, geben sie gute Träger und Arbeiter ab. Nachdem man die eine Hälfte umgebracht hat, die einfach keinen Befehlen folgt. Genug von den Stufen? Du scheinst mir mehr als ein fähiger Kämpfer zu sein. In meiner Jugend wurde ich mit Speer und Schild ausgebildet, aber das gab ich auf, als ich mir mein geschmähten Eisen verdiente. Ich kann auch immer recht genau werfen, aber heutzutage ist das eine ziemliche Herausforderung. Er klopft sich zweimal gegen seinen Helm. Warum? Hättest du Interesse an einem kleinen Übungskampf? Klar, warum nicht? Die Frage ist nur, Schwertkampftechnik oder Speerkampftechnik? Das passt ja beides nicht zu dem Deal. Trotzdem. Mach mal den Speer. Zeig mir, wie ein Nordländer einen wilden Keiler aufspießen würde. Und wegen Loyalität 2. Es wäre mir eine Freude. Das ist eine traditionelle Jagdtechnik, die ich aber auch schon ein oder zweimal in der Arena angewendet habe. 5 Skillränge in 2 Handwaffen. Toll! Danke, Barik. Barik demonstriert eine geschickte Bewegung mit einem Speer, bei dem er eine Finte schlägt, den Feind dann durch das Senken seiner Verteidigung anlockt und die Waffe schließlich mit einem grazilen Ausfallschritt nach unten stößt. Er führt das Manöver mehrmals aus und seine Anmut macht dich sprachlos. Als ihr fertig seid, schaut Barik in bedächtigem Schweigen zum nördlichen Horizont und sagt nichts mehr. Was steht dir im Sinn? Was hältst du von unseren Gegebenheiten? Das Edikt ließ kaum Spielraum für Missverständnisse. Ein Repräsentant des Oberherren muss vor Kyros Tag der Schwerter die Himmelfahrtshalle erobern und als Preis für etwaiges Scheitern mit dem Tod rechnen. Wir sollten die Geschmähten bei ihren Belagerungsvorbereitungen unterstützen, denn nur die Legion sollte die befestigte Zitadelle des Polens erobern. Ich würde keinen Holzring darauf verwetten, dass der Scharlachrote Chor außer den Geiern sonst noch jemanden beeindruckt. Was denkst du über mich und meine Taten? Von meinen Vorbehalten mal abgesehen, sprechen deine militärischen Leistungen Bände. Du bist Tunons Schicksalsbinder und meine Meinungen über die Angelegenheiten haben so oder so keinen Einfluss. Was hältst du von unseren Reisegefährten? Ich bin mehr an die Gesellschaft von Soldaten gewöhnt, daher bin ich aus der Übung, den Wert von Zivilisten und Schurken zu beurteilen. Wenn du jemand Bestimmtes im Sinn hattest, werde ich darüber nachdenken. Was hältst du von Lyra? Darüber denke ich lieber nicht nach. Sie ist das pure Chaos auf zwei Beinen, eine Agentin von Erats Stimmen. Sie ins Vertrauen zu ziehen, kann nur mit deinem Untergang enden. Und trotzdem ist sie eine fähige Kämpferin. Fürs Erste würde ich sagen, kannst du darauf vertrauen, dass sie sich für deine Interessen einsetzt und auf dem Schlachtfeld zuverlässig für dich kämpft. Sie könnte dir sogar eine genützliche Sichtweise über den Krieg liefern. Anderes Thema? Lass uns einige unmittelbare Probleme besprechen. Was steht im Sinn? Achso, das hatten wir gerade. Gut, dann anderes Thema aber dann nicht mehr. Und tschüss. So. Wow. Meine arme Stimme. So, jetzt mal die Frage an... was kennst du? Nee, das ist hier. Ne, hier ist es. Sprich mit Eisenmarschall Erenios, haben wir gemacht. Triff dich bei Echo-Ruf-Kreuzung mit Antio. Das ist der nächste Schritt. So, und dann können wir noch... ich muss dann mal im Kampf gucken, was er eigentlich macht. Er gibt offenbar so eine Entschlossenheitsaura. Liebes... Ich stehe zu Diensten, Schicksalsbinder. Lyra verneigt sich theatralisch. Haben wir noch irgendwie was Neues jetzt? Hier.
Wir fragen Sie mal nach Barrick. Er ist, nun, ich muss ihm ein wenig zugestehen. Er ist komplizierter, als er aussieht. Er ist immer noch ein intoleranter und kompromissloser Bastard. Aber das ist eher seine Sorge als meine. Okay, leb wohl. Das hilft mir nicht wirklich weiter. Na gut, ich wollte eigentlich das Lager verlassen, aber ja, er konnte mit einem neuen Gefährten rechnen. Meine Fresse. So, jetzt müssen wir uns überlegen, was wir machen. Wir müssen jetzt zu diesem Lager... Lager, genau. Also, da kamen wir her, da sind wir gerade. Echo-Hofkreuzung, da gibt's auf die Schnauze und im Lager des Scharlachroten Kurs erstmal nicht. Deswegen sollten wir da hingehen und bis Fünftauge reden. Es könnte sein, dass wir einen weiteren Gefährten bekommen, was aber komisch wäre, weil wir ja schon eine Gefährte des Scharlachroten Kurs haben. Ich glaube nicht, dass wir zwei Gefährten der gleichen Fraktion bekommen. Das wäre, naja, komisch halt. Und hier sollen wir irgendwas suchen und da sollen wir dafür sorgen, dass dort erobert wird, dass man über den Fluss übersetzen kann. Das wird schwierig werden. Ja. Mach das zu. Okay, dann müssen wir ja Schluss machen. Die Episode ist lang genug und weiter mit dem Marsch zum Lager des Scharlachroten Kurs geht's im nächsten Teil. Bis dahin.